Ja, willkommen hier zum Baumenter-Kanal. Wir haben jetzt heute das Thema gepolte Steine, weil ich habe euch ein Dokument reingestellt, wo so ein bisschen was über gepolte Steine geschrieben wurde, und jetzt gab es 1000 Fragen bei einigen Leuten, und ich kann euch mal ganz konkret zeigen, wie ich das umgesetzt habe und was ich dafür Erfahrungen gemacht habe. Und zwar haben wir hier einen Apfelbaum. Wenn man die Blätter anguckt, dann sehen die ein bisschen komisch aus, und das hat seinen Grund. Also der hat jetzt keine Läuse, eigentlich habe ich bei dem alles richtig gemacht, aber dennoch sehen die Blätter so eingekräuselt aus. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mal hier gemutet, was hier los ist, ne? Und bin darauf gekommen, dass hier exakt zu dem Baum eine negative Ader geht. Übrigens hier 5 Gänsefingerkraut. Wenn das so zum Beispiel auf da besonders üppig wächst, könnte das Hinweis darauf sein, dass es hier auch eine negative Ader gibt. Weil wir haben das Gegenteil da hinten. Da ist es nämlich so, dass genau an der Stelle, wo die positive Ader lang geht, da haben wir auf einmal ganz viel Bambus. Der geht exakt auf dieser Linie lang. Das heißt, der Bambus sucht offensichtlich die positive Ader, und das Gänsefingerkraut sucht offensichtlich die negative Ader. Ja, da gibt es noch einige andere Kräuter, aber das ist sehr markant hier. Letztendlich habe ich festgestellt, wie gesagt, dass der Baum hier so ein bisschen ein Problem hat. Und jetzt habe ich mir einfach 5 Steine gesucht, so wie diese da, und habe die ringsrum gesetzt. Und bisher habe ich die Steine einfach reingesetzt und habe geguckt, was passiert. Da passiert eine ganze Menge. Und wie ich euch schon gezeigt habe, ist es so, dass bei Vollmond die ganzen Steine leuchten. Und aber wenn nicht Vollmond ist, dann gibt es da so gewisse Unterschiede. Und das hängt damit zusammen, dass manche positiv nach oben stehen und manche positiv nach unten. Und das zeigt dann auch, dass die Steine dann ein bisschen unterschiedlich reagieren. Jetzt habe ich durch diese Anschlagtechnik sozusagen dafür gesorgt, dass alle Steine positiv sind und nach oben zeigen. Die Frage ist natürlich, wie kann ich das rausfinden, ob ein Stein positiv ist oder negativ. Ja? In dem Dokument wurde geschrieben, dass man im Grunde genommen durch Fühlen herausfinden könnte, ob die eine Seite positiv ist und die andere negativ. Also vom Gefühl her hätte ich jetzt, dass das hier jetzt ein bisschen wärmer ist als hier, also wäre das die positive Seite, aber den kann man nicht so trauen. Ne? Was man aber trauen kann, ist, wenn ich zum Beispiel einen Stein, ihr seht ja die Größe ungefähr, das sind ja nicht ganz, sagen wir, 18 cm oder so. Wenn ich diesen Stein jetzt nehme, mit einem dicken Hammer, 5-mal anschlage, so, dann habe ich den jetzt gepolt. Das heißt, die Seite, die ich getroffen habe oder die ich jetzt geschlagen habe, das ist die positive Seite. Und die Seite, die da nicht von betroffen war, ist die negative Seite. So, und genau das habe ich gemacht. Man sieht tatsächlich hier auch noch die Anschlagspuren. Und das ist ja alles jetzt eine reine Theorie. Das Schöne ist, dass man mit der Wärmebildkamera direkt sehen kann am Abend, die Dinge haben geleuchtet, und zwar alle gleich, obwohl die aus unterschiedlichen Materialien sind. Ja, das eine ist ein roter Granit, das andere, keine Ahnung, ein anderer Granit. Ja, also es sind eigentlich im Grunde genommen 5 verschiedene Steine, die sich nach unserer Erfahrung her unterschiedlich verhalten in einem Steinkreis. Das heißt, der eine glüht dann mehr, der andere weniger. Und tatsächlich war sofort zu sehen, dass dieser Steinkreis jetzt insgesamt besser und gleichmäßiger gewirkt hatte. Jetzt haben wir ein Problem. Die Dinger stehen nur oben auf. In dem Dokument wird ja geraten, die ein bisschen in die Erde zu verteilen. Das heißt, wenn ich hier diesen Stein habe, sollte ich den so viel Hälfte in die Erde und die Hälfte rausstehen lassen. Weil offensichtlich die Energie, die von unten aus der Erde kommt oder mit der Erde langkommt, die ist auch wichtig, dass man die dann damit abgreift. So, es hat dazu geführt, als ich diesen Kreis getestet habe, dass jetzt, obwohl der auf einer negativen Ader steht, komplett umgepolt ist. Das heißt, hier haben wir jetzt einen positiven Punkt. Und man hat schon an einigen Blättern, die sich jetzt schon entwickeln, hier hinten zum Beispiel, die sehen schon ganz anders aus. Das sind die letzten Blätter, die jetzt neu nachgekommen sind. Und das könnte ein gutes Zeichen sein, dass das funktioniert. Also wie gesagt, man kann es in der Wärmebildkamera sehen. Ich werde jetzt dann noch diese Steine ein bisschen tiefer setzen, sodass sie halt mehr mit der Erde Kontakt haben, und gucke mal, was da passiert. Letztendlich müsst ihr euch vorstellen, dass die früher komplette Häuser, Landschaften, haben die, also zum Beispiel ganze Städte, haben sie störungsfrei gemacht. Das heißt, man hatte dann kein Problem mit Wasseradern, sondern die Dinger sind, man konnte da super gut leben. Wie hat man es gemacht? Man hat zum Beispiel
Steine genommen, hat die positiv angeschlagen oder herausgefunden, wo ist der positive Punkt, und hat das Fundament gleichmäßig mit den Steinen bestückt. Es gibt auch Konstruktionen, wo man diesen Pluspol nach innen gesetzt hat, zum Beispiel bei Kirchen, Friedhofsmauern und so. Und dann ist alles, was innerhalb dieses Bereiches ist, ist entstört und hat eine positive Aufladung. Ja? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das hat nutzen können. Wir können beim Gärtnern das durchaus nutzen, indem wir halt Pflanzen, die besonders angeschlagen sind und wo wir eigentlich alles richtig gemacht haben, aber eigentlich keine Lösung haben, dann kann es auch ein energetisches Problem sein. Die können wir damit mal versuchen, ob wir sie hinkriegen. Und tatsächlich wurde ein Versuch auch gemacht, steht ja auch in dem Dokument drin, dass zum Beispiel ein Kohl, der hatte ganz viele Raupen, dann wurden halt 7 Steine genommen, angeschlagen, um ihn rumgestellt. Und das hat dazu geführt, dass am nächsten Tag schon die Raupen losmarschiert sind und der dann halt dann auf einmal wieder besser gewachsen ist, weil er eben mehr Widerstandsfähigkeit hatte. Ja, also es ist ja bei meinen Seminaren, die wir so haben, ist ja immer das Problem, dass wir sagen, okay, wir können Steinkreide setzen, das ist energetisch, was machen wir jetzt damit? Und bis jetzt hatten wir uns immer so leicht schwer getan, was können wir die für die Pflanzen konkret machen? Wir haben immer gesagt, okay, das sind Landschaftskollektoren, das heißt, wir setzen einen Steinkreis von ungefähr, ja, keine Ahnung, 1 Meter Durchmesser und dann ist der ganze Garten damit positiv beeinflusst. Hat zum Beispiel den Effekt, im Boden ist Silizium, Silizium ist ein Speicher und wenn ich ganz viel mit Dünger oder Pestiziden gearbeitet habe, dann sind die Informationen, ähnlich wie bei der Homöopathie, immer noch im Boden gespeichert und die können das Pflanzenwachstum negativ beeinflussen. Und durch die Steinkreise kann ich diese Informationen löschen. Das ist so ähnlich wie Wasser, was ich belebe. Ja? Da lösche ich ja auch die Cluster, die da drin sind. Und so müsst ihr euch das vorstellen. Also es gibt eine Menge zu sagen. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann guckt mal unter die Videobeschreibung hier. Da schreiben wir euch mal einen Termin hin fürs nächste Seminar. Und dann kommt ihr dahin. Dann können wir euch das alles genau erklären. Und dann machen wir auch Versuche, die ihr nachvollziehen könnt mit Tensor und so, dass ihr das mal seht, wie ist das gemeint, wie finde ich so eine Kraftlinie. Ist auch sehr spannend und ja, das war's für Steinepolen. Wichtiges Thema, findet man kaum was im Internet drüber. Jetzt habt ihr wenigstens erstmal einen Ansatzpunkt, ein bisschen experimentieren. Da wird eine Menge Positives bei rauskommen. In dem Sinne.